schön scharf, Leute. Schön scharf. Die Stadtteilschule Lurup hat im Rahmen des Programms Kulturagenten für kreative Schulen eine Projektwoche für den Jahrgang 6 konzipiert. Beats on Stage ermöglicht es allen Klassen des Jahrgangs 6, erste rhythmische und theatrale Erfahrungen zu machen, und zwar mit künstlerischen Experten, die an die Schule kommen. Alle Klassen arbeiten 2 Tage in einem Theaterworkshop mit externen Künstlern und Künstlerinnen und 2 Tage in einem Samba-Trommel-Workshop mit Musikern des Musikatelier Ottensen zusammen und entwickeln eine aufführungsreife Performance für ihre Parallelklassen. Es war einmal ein Mensch, der hieß Mike. Er wollte den Weltraum erforschen, aber dazu brauchte er eine Rakete. Außerdem arbeiten die Klassen in einem 2-tägigen Workshop mit Theaterkünstlern und Künstlerinnen aus den Bereichen Schatten- oder Maskentheater zusammen und entwickeln eine szenische Collage bis zur Aufführung. Plötzlich sah aus einer Rakete den Planet, wo er hin wollte. Er freute sich, dass er es geschafft hatte. Plötzlich rief er: Oh nein, ich habe vergessen, den Autopiloten auszuschalten. Also, wir haben jetzt die ersten 2 Tage in der Projektwoche Theater gehabt und wir haben Schattentheater, also Figuren-Schattentheater gemacht. Wir haben kleine Figuren aus Pappe gebastelt und daraus haben wir dann ja halt Geschichten gemacht und die dann zusammengesetzt. Was hat denn an dem Theaterworkshop Spaß gemacht? Ganz viel Spaß hat gemacht, als wir die Figuren ausgeschnitten haben und gezeichnet haben und dann am Ende die dann an die Leinwand gehalten haben. Und was war anstrengend? Eigentlich nichts. Es hat alles eher Spaß gemacht als Anstrengung. Das war lustig eher. Auch das Proben? Ja. Ja, da haben wir wahrscheinlich am meisten gelacht von der ganzen Zeit. Geh nochmal auf die Seite, genau. Sehr gut. Macht euch bereit. Okay. Wenn du kommst, guck zum Publikum. Bleib mal stehen, bleib stehen. Hier probt die Theaterpädagogin Andrea Gritzke mit der 6C das Spiel mit den Masken. Auch hieraus wird eine Szenenfolge für die Aufführung in der Aula vor den Parallelklassen entstehen. Jetzt kommt Kevin. Wenn Kevin kommt, wenn Ihr müsst ganz dicht an die Wand daran. Genau. Das Schattentheater erfordert eine eigene Technik des Spiels, die erst einmal erforscht werden muss. Die 6E hat bereits die Geschichten entwickelt, die erzählt werden sollen, und baut sich nun die nötigen Requisiten. Dann folgt die schwierige Umsetzung hinter dem Schattenschirm mit dem Theaterpädagogen Hatto Terhatzeborg. Dass da sowas noch mit reinkommt. Nach vielen Proben und Aufführungen für einzelne Klassen wird zum Abschluss der Projektwoche auch einmal die große Aula bespielt. Das Maskenspiel der 6C kommt zur Aufführung und auch die Trommelrhythmen der 6E.
Die Woche mit den externen Künstlern und Künstlerinnen, die den Unterricht mit ihrer Expertise bereichert haben, findet einen großen Abschluss in der Aula. Und der Jahrgang 5 ist auch unter den Zuschauern, denn die 5. Klassen sind im nächsten Jahr dabei, wenn die Künstler und Künstlerinnen wieder Beats on Stage in die Schule und auf die Bühne bringen werden.